Gott, ich hoffe, das Licht geht so. Ich habe das Gefühl irgendwie nicht. Ich will ein Kofferhalten-Video machen. Ja. Ich muss sagen, ich habe kaum noch Zeit, Videos zu drehen. Deswegen mache ich das jetzt um 9.13 Uhr in der Früh, weil ich sonst keine Zeit mehr habe. Ich muss nämlich dann noch Nägel machen fahren, weil mein Nagel kaputt gegangen ist. Weiß nicht, ob man das irgendwie erkennen kann. Ja. Also ich zeige euch schnell mal die Sachen. Es ist nicht viel, was da noch dazukommen ist, ehrlich gesagt. Also ihr habt ja die Haul-Videos gesehen, die ich gedreht habe. Aber noch dazukommen ist von Benecost Reinigungstücher. Die habe ich bei Müller in Floridsdorf mir gekauft. Die fand ich echt interessant, deswegen habe ich mir die mitgenommen. Dann natürlich, und ich kann es endlich in mein Badezimmer stellen, das Swiss Opal tiefreinigende Shampoo. Endlich kann ich es in mein Bad stellen, weil ich wollte euch das vorher unbedingt noch zeigen. Dann habe ich mir einmal noch den Rasierschaum mitgenommen. Als Backup. Sagt sie aber nichts. Dann habe ich noch ein Rasiergel. Ich weiß, es kommt wieder mein Haul rüber, sorry. Das ist dieses Sweet Berry. Das habe ich so zufällig beim Einkaufen mal gesehen. Ich hoffe, ihr könnt es irgendwie erkennen. Das Licht ist so schlecht, weil es noch relativ dunkel ist. Und nochmal Reinigungstücher von Müller, aber mit einem Einhorn drauf. Und die Duftrichtung ist Shea Butter and Kokos. Deswegen habe ich es haben wollen. Weil ich mir nicht sicher bin, ob ich noch bei den Pure Camille Reinigungstücher bleiben will. Ich habe mich schon langsam an den neuen Duft gewöhnt, aber irgendwie ist trotzdem noch sehr ungewöhnlich der neue Duft, aber ja. Ich hoffe, das Video ist euch nicht zu dunkel, aber ich habe keine andere Wahl, ich muss jetzt das Video drehen. Ja, ich habe dann noch ein Duschgel von der Arbeit geschenkt bekommen. Wir durften sich das aussuchen, welches wir haben wollen. Und ich habe mir das Caring ausgesucht. Weil ich finde, das fand ich vom Duft am angenehmsten. Das kommt aus Stockholm. Oder Berningen, founded in Stockholm, keine Ahnung. Ja. Ich habe mir das Ding durchgelesen, woher die Marke kommt, aber ich habe schon wieder vergessen. Also das zählen wir natürlich nicht dazu. Hätte ich auch in einem anderen Video zeigen können, fällt mir gerade auf, aber egal. Ja, die Summe im Oktober war auf jeden Fall besser als letzten Monat im Vergleich. Letzten Monat habe ich ausgegeben 237,92 und war mit meinen 50 Euro drüber 187,92. Ja. Diesen Monat schaut es anders aus. Ich habe 190,68 ausgegeben und war mit 140,68 drüber. Also es war halbwegs okay. Halbwegs okay. Das Problem ist, mir bricht halt Tiki Max und das knackt aber ja. Das macht ja nichts, würde ich mal sagen. Das Problem ist, die Tiki Max Sachen habt ihr noch nicht gesehen, glaube ich, die ich in dem Monat Oktober gekauft habe, weil ich will ein Sammelhaul wieder machen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich wieder zum Tiki Max komme. Ich habe keine Ahnung, ich hoffe schon, aber ich bin mir nicht sicher. Ja. Ich bin verkühlt, ich glaube, die Kolleginnen habe ich angesteckt. So, ja, zu den, wie es war. Die Chemex ist für mich eine echte Sucht. Ich war ja vor ein paar, na Moment, ist schon länger her. Ende Oktober hatte ich ja Urlaub und da war ich mit einer Freundin dort. Und wir waren auch recht lange da drinnen und ich habe auch Ufi wieder gefunden. Ich meine, ich habe sogar diesmal Gewand gefunden, was mich eh gewundert hat. Das werde ich euch in dem nächsten Haul-Video zeigen, was noch dauern wird. Aber das werde ich euch dann in dem nächsten Haul-Video zeigen. Aber es ist weniger, finde ich, als die letzten paar Monate, wo ich was ausgegeben habe. Ich habe jetzt ein bisschen durchgeschaut. Also ich muss mich natürlich noch bessern. Ich glaube, ich werde mir auch eine 100 Euro... als Guthaben nehmen. Ich hoffe, das hat jetzt gemacht. Weil, also November und Dezember werde ich noch die 50 Euro lassen, um zu gucken, ob ich das jetzt noch schaffe mit meiner 50 Euro Grenze. Ich weiß nicht, was mit meinem Haaren schon wieder los ist. Ja. Also. Aber es wird, finde ich, viel besser schon als vorher. Also ich finde es schon. Das Problem ist halt, ich habe mir im Monat Oktober so viele Klamotten gekauft. Weil ich war ja auf dem Kolosseum, habe mir viele Arbeitsgewand gekauft, das habt ihr ja im New Yorker Haul gesehen, also es, ja, das ist glaube ich am meisten schuld, dieses Arbeitsgewand und das Ganze, deswegen habe ich so viel Geld diesen Monat ausgegeben. Aber es, ich habe es gebraucht, ihr habt es im Video gehört, das habe ich wirklich gebraucht. Nicht so, ich tue nicht nur so, dass ich gebraucht hätte, sondern ich habe es wirklich gebraucht. Ja, das war es eigentlich mit dem Video, ist relativ kurz geworden. Sorry. Mehr gibt es eigentlich nicht zum Sagen. November habe ich bis jetzt... Ja, da kommt der Müllerheu. Sorry. Aber da sind nur Sachen dabei, die gut waren. Ich bin so ein Trottel. Da sind nur Sachen dabei, die ich gebraucht habe, weil Black Friday war. Aber dazu im nächsten Video mehr.
Ich hoffe, euch hat das kurze Video trotzdem gefallen. Wenn ich das Fun Lovers Video drehen will, muss ich mich noch ein bisschen beeilen. Sorry, dass das so... Ja. Ich schaue auch, glaube ich, nicht am frischesten aus. Ich habe nämlich die ganze Woche gearbeitet. Ich habe nicht mal Lippenstift drauf, aber wurscht. Mein Opa muss ins Spital. Das hänge ich jetzt nur kurz an dieses Video dran. Deswegen hat das aufgebraucht Video auch so lange gebraucht, dass ich es hochlade, weil die Woche war wirklich schlimm. Er ist in der Woche ins Spital. Ich fange wieder an zu heulen. Jetzt geht es mir besser. Ich will wieder heulen. Tiefluft holen, Shay. Er ist ins Spital gekommen, weil er den Halswirbel gebrochen hat und die Bandscheibe war im Po. Ja, um es nett auszudrücken. Ja, deswegen haben die zwei, die ihn halt pflegen, davon habe ich eh, glaube ich, vor kurzem erzählt, haben die Rettung gerufen und die haben ihn ins Spital gebracht. Ja. Ja, am Mittwoch habe ich mich überhaupt nicht in der Arbeit konzentrieren können. Ich habe versucht, mich ein bisschen zu beruhigen. Kaum hat mich jemand darauf angesprochen, habe ich gleich angefangen zu weinen. Ist ja logisch, weil er musste operiert werden natürlich, von Dienstag auf Mittwoch. Und wir wussten nicht, wie es ihm geht. Wir wussten nicht, ob er es überstanden hat, die Operation, ob er wach ist, ob er ansprechbar ist. Wir haben nichts gewusst. Es hat schon in der Früh uns jemand geschrieben, dass er operiert worden ist, aber er kann uns noch nichts weiteres sagen. Das hat mich schon fertig gemacht. Und dann halt noch, dass er operiert werden musste in seinem Alter, hat mich fertig gemacht. Und jetzt in der Zeit, also er ist ansprechbar, er ist so lustig. Er ist wirklich lustig, darüber bin ich echt froh, da ist mir so ein Stein von den Herzen gefallen, wie ich ihn im Bett sitzen gesehen habe im Spital. Ja, deswegen, ja, ich weiß nicht, ob sich das noch alles ausgeht, ich bin so im Stress in letzter Zeit, ich glaube, deswegen kriege ich auch wieder Munddecken und ich glaube, da bahnt sich eine Fieberblase an, weil ich einfach so im Stress bin, weil heute will ich wieder zu ihm im Spital fahren, weil ich glaube, gestern war nicht mal jemand bei ihm im Spital. Und deswegen will ich heute wieder fahren. Also wenn in letzter Zeit, deswegen will ich dieses Video kurz nutzen, weil das dann nicht so lang wird, das Video. Wenn jetzt wirklich kaum Videos kommen, ich werde es versuchen. Ich kann euch nichts versprechen, ich werde es versuchen, Videos zu drehen. Ihr seht ja, wie die Lichtverhältnisse jetzt sind. Ich habe keine andere Wahl. Ich kann nicht, ich kann vielleicht diesen neuen schönen Spiegel, den ich mir gekauft habe, mal benutzen. Ob das besser ist, wartet kurz. Nö, kein Unterschied. So, ja. Also ich hoffe, ihr versteht es, dass das ein bisschen jetzt... Ich gebe mir Mühe, ich meine, das Licht ist voll scheiße, ich sehe es im Display. Das, aber ja, ich muss dann um 10 wegfahren, weil ich habe dann, wie gesagt, Nageltermin. Ich wiederhole mich. Ich bin so ausgelaugt. Ich bin wirklich ausgelaugt. Ja, aber ich hoffe, ihr versteht es, dass ich ein bisschen auch auf meinen Opa gucken will. Jetzt liegt er auch noch im Spital, das ist ja das Schlimmste. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn es ein bisschen traurig ist, fand ich es, aber ja. Frosch im Hals. Also ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und sorry für die schlechten Lichtverhältnisse, aber dafür kann ich leider nichts. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!